auseinander, die sind taugen nichts. Dem muss man doch den Arsch versohlen. Keine Kinder, nur lesen und mit seiner scheiß Flöte. Wo kommen wir denn da hin? Folgendes Urteil wurde vom Kriegsgericht gefällt, dass ihr beide zu ewiger Festungshaft als Deserteure gebracht werdet. Aber euer Vater hat das Urteil verschärft. Sie sind ein kurzgeschnittener Hippie. Und nehmen Sie mal die Brille ab, Sie sehen aus wie eine Schleiereule. Mein Plan wird durchgeführt. So, das steht fest. Ich lasse mir doch nicht reinreden von einem dahergelaufenen Pudel. Das Knobelsdorf taugt nichts. Nichts funktioniert hier. Er will mir den Keller untertunneln, aber das Bassang funktioniert nicht. Mir ist doch der Keller egal. Verschwendung, Wasser zu laufen zu lassen, ohne Nutzen. Ich habe vorhin, dass die Fontäne abgeschaltet wird. Knobelsdorf! Ach, alles muss man selber machen. Wer zu schwach zu hot, muss selbst Gas laufen. Sie, Zieten, die Österreicher und die Russen haben genug Tinte. Aber die Geschichte Preußens muss mit Blut geschrieben werden. Ich werde alles dafür tun. 15.000 tote Österreicher. Ja, das haben Sie gut gemacht, denn der Hund ist wichtiger als der Mensch. So lobe ich mir, mein Volk. Sie sorgen für sich selber und bauen sich Gemüse an. So, auffahren! Was liegt denn da rum? Ich habe gesagt, es wird gearbeitet, ihr faulen Schweine! Der Mann ist tot. Frederick the Great ist tot. Mein Gott, was für ein Saustall! Wenn ich König bin, möchte ich in einer goldenen Kutsche zur Schule fahren.